Du willst keine Stories mehr verpassen? Dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Moin! Ja, nach fast 9 Stunden heute auf der Sportanlage, weil wir ja morgen Doppelspieltag haben, haben wir die Plätze fertig gemacht. Ein Riesendank geht nach Torben, nach Thorsten und nach Timo, die wirklich ununterbrochen mir zur Seite gestanden haben und mich unterstützt haben. Ich hätte es nicht alleine geschafft. Wir haben noch nicht alles fertig gekriegt, aber es sieht einigermaßen aus. Und jetzt hoffe ich, dass es trocken bleibt. Weil viel Regen kann ja nicht mehr ab. Kommt da jetzt richtig Regen runter, ist vorbei. Dann können wir leider keine 2 Spiele stattfinden lassen. Ich hoffe so sehr, dass es nicht mehr so regnet. Dann war die ganze Arbeit umsonst. Auch dann wird alles gepflückt. Gepflügt. Also, wir hoffen drauf, dass es trocken bleibt. So, und jetzt ein schönes Wochenende. Bleibt alle gesund. Moin ihr Knaller, KN, Knaller, Knapp, Knopf. Ich wollte kurze Meldung machen, wir sind beim Fußballplatz wie verrückt hier. Filmen und schneiden und der tägliche Chaos. Ihr wisst ja, wie das ist. Man muss ja auch was schaffen, man muss ja auch ein bisschen vorwärts kommen. Um 14 Uhr gibt es eine neue Folge vom Elternhaus. Ich war mit Didi im Baumarkt. Wir wollen ein Grünkohlbeet bauen. Sehr interessant, aus Friesisch. Aber kennt ihr natürlich auch, Grünkohl. Schön mit Pinkel. Schaut euch das dann gleich gerne an und genießt den Samstag. Ich bin ja super bekannt für richtig dumme Ideen, wirklich jetzt. Wir haben ja eine eigene Werkstatt, da restaurieren wir unser Manta, das Ganze heißt die Fuscher. Und ich habe mir jetzt einfach überlegt, durch das Reel, was gerade online ist, schaut euch das gerne mal an, dass ich den Luis einlade, da ist ein großer Fuscher-Treff, also können alle Leute uns besuchen, unsere Werkstatt angucken mit Grillen und Bierbude und Musik. Ich möchte, dass Luis da Haare schneidet in dem Büro und wir Metal-Musik dabei machen, wie in dem Reel. Ihr kriegt Infos dazu, dann kommt ihr vorbei, das wird süß und lustig. Hol schnell her, renn hin. Das ist kein Rennen. Guck mal, da muss auch eine passende Kette für dich sein, die die... Ja, machst du das denn, Didi? Ah, ist die Kette durch? Ja. Oh, Bengel. Aber da hast du eine schöne Portemonnaie-Kette, Didi. Das sag ich dir, die kann ich auch woanders suchen, glaube ich. Wie kriegt man sowas hin, Alter? Ja, zu viel Kraft, ey. Ich wollte doch ein Gemüsebeet machen, Mann. Ich kenne mich da doch auch nicht mit aus. Ja, genau, die können hier oben so eine schöne Krone. Ja, dann denkt man ja schon gleich wieder an Wurst und Pinkel. Alles Wir nehmen den Song jetzt noch mal kurz für euch auf. Jetzt von gerade ist unser bester Song tatsächlich. Und ihr, da mache ich so eine Umfrage, so eine Abstimmung. Könnt ihr sagen, wie tiefgründig ihr diesen Song findet? Wir spielen ihn noch mal ein. So habe ich mir das Rockstar-Leben immer vorgestellt, ey. Guten Morgen, ihr lieben Leute da draußen. Infos zum Heimspiel morgen. Stand jetzt findet das Spiel der ersten Herren und der zweiten Herren statt. Die zweite Herren spielt auf dem B-Platz, auf dem Trainingsplatz, die erste Herren auf dem Hauptplatz. Anstoß der zweiten Herren ist um 13 Uhr, Einlass ist allerdings auch um 13 Uhr. Anstoß der ersten Herren ist um 15 Uhr, Einlass wie gesagt 13 Uhr. Wir freuen uns auf euch, kommt vorbei. Falls es regnen sollte, also wirklich in extremen Mengen, müssen wir Spiel morgen absagen. Da würden wir frühzeitig Bescheid sagen. Wenn das Spiel stattfindet, Stand jetzt, findet es definitiv statt. Beide. Es gibt auch an der Kasse Regencapes. Wir sorgen ja vor uns im Felde. Also, kommt vorbei, unterstützt.
Folgt und abonniert Wilke seine anderen Social-Media-Kanäle.